Hallo meine Beauties! Heute gibt es ein Quick Tutorial von mir, wie ich meine Fake Wimpern anklebe. Ich werde so oft angesprochen auf meine Wimpern. Kiwi, sind es deine Wimpern? Oh mein Gott, sind die so lang? Sind es deine echten? Und dann sage ich, nein, sind sie nicht. Genau, die sind nämlich aufgeklebt mit Wimperngrenzen. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich das ganz easy und einfach aufklebe in unter einer Minute, weil ich werde dann auch immer gefragt, oh mein Gott, wie machst du das? Das sieht so schwer aus und da braucht man ja eine ruhige Hand dafür. Mädels, ich nehme euch die Angst. Wenn ihr Bock drauf habt, mal Wimpern auszuprobieren, dann macht es, weil ihr kriegt es hin. Also wirklich, es ist super easy und wie gesagt, in unter einer Minute schafft ihr das auch und ihr seht, es sieht super natürlich aus und das sind halt auch jetzt nochmal die Wimpern, die ich halt trage. Ihr seht, die Wimpern sehen eben super natürlich aus und ist natürlich auch die Marke, die ich halt trage. Und ich zeige euch jetzt gleich alle Produkte, die ich dafür verwende. Also bleibt dran. Ich benutze die von Art Deco am liebsten, weil die gefallen mir optisch halt total gut. Die haben so einen natürlichen, echten Look. Und vor allem sind die gut handzuhaben. Also es gibt auch einige Wimpern, da sind die ziemlich steif am Wimpernrand und damit komme ich halt nicht so gut zurecht. Und die benutze ich wirklich schon sehr, sehr viele Jahre und kann die auch wirklich empfehlen. Und gerade für Anfänger, wenn man halt das noch ein bisschen üben muss, dann braucht ihr einen Kleber. Da benutze ich den von Duo. Das ist so ein professioneller Maskenbildnerkleber. Genau, den habe ich damals, also die Maskenbildnerin bei Popstars damals, hat den immer benutzt und uns damit die Wimpern aufgeklebt und daher kenne ich den und finde den halt auch super. Dann eine Pinzette. Ich brauche noch eine Wimpernzange, weil bevor ich die aufklebe, die Wimpern, gehe ich nochmal, also biege dann meine Wimpern, damit die so einen leichten Schwung erhalten und damit klebt dann dieser Wimpernkranz besser. Genau. So. Ansonsten noch ein bisschen Wimperntusche. Ja. Dann würde ich sagen, ich lege los und ihr seid jetzt dabei. Ich mache jetzt auch gleich noch einen Timer an, damit ihr sehen könnt, dass es wirklich in unter einer Minute funktioniert. So, was mache ich als erstes? Ich nehme die Pinzette und nehme dann die Rückseite davon und tupfe mir hier so ein bisschen Kleber drauf. Ihr könntet den Kleber auch direkt auf den Wimpernkranz machen, aber so könnt ihr einfach präziser und besser dosierter den Wimpernkleber auftragen. Oh je, jetzt habe ich vergessen. Hier, schnell. Zack. Zack, weil meine Wimpern sind eben extrem steif und gucken dann so nach unten. Und deswegen biege ich die immer so ein bisschen an. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Auf die Plätze, fertig und los. So, jetzt zeige ich euch das. Hier, immer von hinten erst. Und dann nach vorne, jetzt mal kurz gerade mal selbst gucken, auf dem Spiegel. So, dabei achtet ihr, dass es wirklich ganz am Wimpernrand aufsetzt. Und jetzt könnt ihr nochmal mit dem Finger quasi, mit dem Zeigefinger, etwas den Wimpernkranz andrücken. Und dann war's schon. Die erste Seite haben wir. Jetzt kommt die zweite Seite. Ich muss mich beeilen und nicht so viel labern. So. Jetzt ist jetzt zum Beispiel hier schon ein bisschen zu viel Kleber rausgekommen. Dann würde ich das direkt über die Tube drauf machen. Dann wäre das an einigen Stellen eben zu viel. So, zweites Auge. Los geht's. Vorne ansetzen und dann hinten.
So. Dann wieder schön andrücken. So. Das war's schon. Jetzt nehme ich immer noch mein Augenbrauenstift ein bisschen. Genau, weil mit dem schwarzen Kajal finde ich es immer ein bisschen zu hart, diese Linie zum Fahren. Und so wirkt es nochmal ein bisschen natürlicher und vergrößert das Auge nochmal optisch. Und jetzt mache ich ein bisschen Wimperntusche hier für unten. Und ihr seht, meine Wimpern sind so kurz. Ich beneide immer die Mädels, die so schöne lange Wimpern haben. Aber gut, dafür gibt es ja Fake Lashes, die auch natürlich aussehen. Ihr seht's, also hier. Jetzt nochmal komplett der Unterschied. So, das war schon mit meinem Quick Tutorial zu meinen Wimpern, wie ich die aufklebe. Ihr habt gesehen, es geht super easy, es sieht gut aus, es kostet nicht viel Zeit, aber verändert eben euer Look total. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Üben. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann hinterlasst mir gerne ein Like. Und um kein weiteres Video zu verpassen, klickt die Abo-Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!